Hallo und herzlich willkommen, liebe Dragon Age Freunde. Ich glaube, jemand anderes guckt hier eh nicht mehr zu. Wir befinden uns in der Dunkelstadt und wir versuchen ein bisschen... Wow, was ist hier los? Kampf! Hier, direkt mal hier, auf die Omme drauf. So, zack. Los, den da hinten sollt ihr euch holen, Mensch. Das war's schon, oder was? Boah, von hier, ey, der hat mir voll in den Rücken gehauen, ihr Penner, ey. Was macht ihr denn da? Kann mal einer drauf achten, oder was? Wuhu! So, mal eben ausrauben hier. Alles nehmen. So, das war's schon, oder was? Na, wenigstens haben wir eine Prügelei gehabt, oder? Dunkle Boot. Jetzt müssen wir eben hier auf die Karte gucken, wo wir hinwollen. Und zwar hier muss doch irgendwo... Ja, da. Keller des Amel-Anwesens. Also wir müssen eigentlich hinter uns ein bisschen links rein, oder? Hier bin ich. Sirius! Da rein und da so zurück, oder? Mann, ich würde mir einfach so Pfeile wünschen, dass man weiß, wo man hinlaufen muss. Das finde ich ja persönlich immer angenehmer. Können wir hier runter? Ja. Ach, guck mal, das könnte da hinten sein. Da haben wir doch im letzten Video mal gestanden oder im vorletzten Video und kamen hier die Türen nicht rein, oder? Könnte das das sein? Gibt es zweierlei Türen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Das kann ich nicht. Ah! Wieso kannst du das nicht? Ah, hier! Ah! Da ist es. Ich glaube, das ist... Und dann hat sie aufgehört zu reden und jetzt geht schon hinein. Ah. Direkt mal ein Fass durchsuchen. Hey, bada. Es geht los! Es geht los. Ich will mal hier, dass die hier direkt mal hier den total verbrüht. So. Zaubern ist schon irgendwie geil, oder? Wieso bin ich kein Zauberer geworden, Mensch? Ich glaube, ich kämpfe nur noch mit der, ey. Das Schwertgekloppe ist gar nicht ja so mein Ding. So, die Geschichte von Kirkwall, Kapitel 1. Müssen wir sowas immer lesen? Ihr könnt ja hier Pause machen. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt so für so ein Zwischendurch-Spiel, was ich mal so zwischen... Ja, so mal spiele, möchte ich das nicht alles lesen. Da hätte ich lieber die ganzen Sachen direkt so in-game. Ich bin ja eh nicht so ein Freund von so zusätzlichen Audio-Logs und Sachen, die man lesen soll und so. Das ist einfach so ein bisschen immer Faulheit der Entwickler, wenn man keinen Bock hatte, das mit ins Spiel wirklich einzubinden. Hier rauf, oder was? Ja. Die Türe kann man nicht aufmachen. Warum klingt mein Handy heute andauernd? Und wieso kann ich hier nicht durchlaufen? Das ging jetzt wirklich nicht. Da hinten ist noch ein Fass, das können wir noch durchsuchen. Oder habe ich das schon? Ah, alles mitnehmen. Ganz wichtige Sachen. Hier geht's rauf. Kampf? Sklavenhändler, Meuchelmörder. Müsste der nicht auf uns reagieren? Doch. Hier, Bethany. Uah, guck mal, die hält das. Wie hält die denn den Stab, ey? Halleluja. Bisschen so wie eine Riesensnipe, wie eine Bazooka oder sowas. Komm, den brennen wir direkt nieder, den Typ. Cool, all diese Toten. Ich laufe nur noch als Bethany durch die Gegend, ey. All diese Toten sind mir doch egal. Wir sind immerhin hier, um das Erbe zurückzuholen oder zu wissen, was unser blöder Onkel hier gemacht hat. Porträt deiner Mutter. Porträt aus der Vergangenheit. Bethany könnte an dem alten Porträt von Leandra Hawk interessiert sein. Sprich mit ihr darüber, wenn du wieder in Gamelins Haus bist. Okay, das mache ich. Ja. Eigentlich hat sie das ja gerade selber angehört. Die Familie Andel. Amel. Es ist wirklich traurig, was den Amels widerfahren ist, nicht wahr? Ja, ja. Mutter hat es beschrieben. Ja, Mutter hat es bestiegen. Ich werde jetzt hier erstmal stärker. Komm hier, so ganz sinnlos. Einfach mal stärker raufgehämmert. Und was haben wir hier noch? Was ist das?
Welche Stufe bin ich jetzt? Stufe 5. Was ist das? Ja, machen wir einfach mal. So, zack. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Wäre es nicht wunderbar, in einem Haus zu wohnen, wo das über der Tür... Ja, das wäre alles wunderbar, wenn wir in dem Haus wohnen würden. Aber man kann nun mal eben nicht alles haben im Leben, ne? Da muss man sich schon mal mit abfinden. Was ist das hier? Das ist nur eine Leiter. Mann, ich bin schon wieder so orientierungslos. Von wo sind wir gekommen? Vermutlich von hier unten, oder? Wir gehen ja vom Keller. Naja, eigentlich hier rauf, so. Ich bin, wenn ich mit Maus und Tastatur steuere, noch orientierungsloser, als wenn ich mit dem Gamepad steuere. So, geht hier eine Treppe hinauf, oder was? Kämpfe! Was soll das denn? Was soll das jetzt hier direkt wieder für ein Effekt? Na, sie muss erstmal weiter nach vorne gehen. So, jetzt haben wir Überblick. Brennet! Ich heil direkt... Nee, Hawk ist ja noch fit. Warum mache ich das also hier? Hawk kriegt aber wirklich ganz schön oft eins auf die Rübe, oder? Immer wenn ich den nicht steuere. Was hat er jetzt gesagt? Runenstab haben wir mitgenommen. Oh, und sie kann auch eine Stufe aufsteigen. Wie schön. Dann komm, mach das doch mal direkt. Komm hier direkt hier. Und zwar Attribute. Magiert Schaden und Angriffswert. Ich würde sagen, ja. Komm, wir powern sie einfach mal ein bisschen auf. Was ist das hier? Benötigt Schrecken. Fluch der Qualen. Schrecken. Was haben wir hier sonst noch so? Geist. Arkan. Was ist das? Elementarwaffen. Arkaner Schild. Aha. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen spannend, was man hier nehmen könnte. Verheerender Flammenregen. Das hört sich für mich gut an. Flammenregen, das ist das, was ich sehen will. So. Geht's da weiter? Nee, hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Wir sind von hier gekommen. Müssten uns dann in diese Richtung bewegen, oder? So? Da hier? Dahin? Dahin? Daher? Hat euch dieser Bastard kein Schild weiter an? Macht keine lauten Geräusche. Ich wusste es. Soll ich mir das vielleicht mal ansehen? Ja, hier, du. Warum freut sich eigentlich nie jemand? Mann, ich will doch eben hier nur hier, So, jetzt sollen wir mal gucken, was kann die Zauberin machen? Wie geht's unseren Kollegen? Geht's noch allen gut? Flammenregen, boah! Jetzt komm her. Ich glaube, ich treffe ihn direkt mit, oder? Tschu-tschu-tschu! Zaubern ist viel cooler! Wieso bin ich kein Magier? Sich mit uns anzulegen ist Selbstmord. Ja. Zaubern ist viel cooler, meine Freunde. Hier ist die Geschichte des Zirkels, wenn ihr das noch lesen wollt. Ja, das macht ja eigentlich aber Spaß, dadurch, dass man die in der Party wechseln kann. Ist es natürlich auch nochmal irgendwie wesentlich lustiger. Schatzkammerschlüssel, sehr schön. Kaiserlicher Bluthelm. Das habe ich letztens verdammt gelesen unter einem Video, das jemand geschrieben hat, er findet das doof, dass man durch die Party durchwechseln kann. Das ist doch super, das ermöglicht einen doch viel mehr ja, Abwechslung und so im Spiel. Ja, da ist die Schatzkammer drin, also hinein, wir wollen wissen, was mit unserer Familie los ist, aber natürlich geht der Chef voran. Das war's. Das hat er ja gebieterisch gemacht. Okay, dann wollen wir mal gucken.
Alles nehmen. Alles nehmen. Das ist es. Großvaters Testament. Wir müssen es Mutter so schnell wie möglich zeigen. Noch nicht. Wir gucken uns mal um. Wir klauen hier noch ein bisschen was, habe ich gedacht. Ich möchte mich noch ein wenig umsehen. Gut, aber beeil dich. Können wir nicht hinaufgehen ins Haus und die noch beklauen oder so? Ah ne, hier geht's rauf in die Oberstadt. Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesehen, oder? Dann könnten wir jetzt zurückgehen zu Mutter. Ja, Reicht das, wenn wir hier auf die Karte gehen, oder was? Nö. Müssen wir jetzt jedes Mal wieder da hinlaufen, wo so steht, Gebiet verlassen, oder was? Ich glaube schon, oder? Mal gucken, vielleicht begegnet uns ja unterwegs noch irgendwie eine Quest oder sowas. Vivian wird am Boden zerstört sein, wenn ich Taffy nicht finde. Waren wir hier schon mal am Kirchenhof? Ich glaube nicht, oder? Ich laufe ja einfach mal ein bisschen so neugierig rum. Da geht's in die Kirche hinein. Oder wollen wir mal in die Kirche gehen? Oder ist das, das ist zu viel Durcheinander, ne? Dann kann man so schlecht der Quest selber irgendwie folgen. Verlassen wir lieber das Gebiet. Ja. So, dann gehen wir mal zurück zu Gemlins Haus und bleiben bei unserer aktuellen Quest Geburtsrecht. Tadam. Mal schauen, was Mutter dazu sagt. Blut ist dicker als Wasser und so, aber letztlich nutzt ihr meine Gastfreundschaft. Da ist es nur gerecht, dass ihr etwas dafür gebt. Einen monatlichen Beitrag. Ihr habt meine Kinder in die Knechtschaft verkauft. Und jetzt soll ich euch auch noch Miete bezahlen? Vielleicht nur einen kleinen Zuschuss bei den Lebensmitteln. Gamlin hat dich belogen, Mutter. Wir haben das Testament gefunden. Er hat dir vergeben, Mutter. Großvater hat dir alles hinterlassen. Hier, lies selbst. Also, ich sollte... Vielleicht... An meine Tochter Leandra und alle Kinder, die sie geboren hat. Das Anwesen in der Oberstadt und alle damit verbundenen Einkünfte. Soll ich ihm drohen? Ich glaube schon, er ist ja eigentlich ein Arschloch, oder? Keinen Schritt weiter, Onkel. Onkelchen. Was habt ihr dazu zu sagen? Ihr seid diejenige, die fortgelaufen ist, Leandra. Was ist denn jetzt mit Liebe ist viel wichtiger als Geld? Das gilt. Ihr seid nicht mal zur Beerdigung gekommen. Die Zwillinge waren eine Woche. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ich musste mich um ein Leben kümmern, das ihr zurückgelassen hattet. Wie lange hätte ich denn warten sollen? Ihr werdet den Rest eures Lebens meiner Mutter zurückzahlen, was ihr gestohlen habt. Bei Andrastes Wams niemals! Das erwarte ich gar nicht, Gemlin. Mir reicht das Wissen, dass Mutter und Vater ohne Groll auf mich gestorben sind. Ich werde ein Gesuch beim Vicomte einreichen, dass uns das Anwesen wieder zuerkannt wird. Wenn der Erbauer es will, haben wir unser Haus in einigen Wochen zurück. Ihr habt weder das Geld noch das Ansehen, um beim Vicomte auch nur eine Audienz zu erhalten. Ihr müsst in dieser Stadt jemand sein, wenn ihr wieder in diesem Haus leben möchtet. Dann sollte ich sofort damit anfangen. Dieser fiese Onkel-Schleimsack, oder? Wir reden erstmal noch mit Bethany, weil da haben wir dieses Foto gefunden. Eigentlich hat sie das gefunden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Warum holt ihr nicht etwas vom Markt? Frische Luft würde euch gut tun. Was? Hey! Ich kann nicht glauben, dass Gamlin Mutters ganzes Erbe gestohlen hat. Das heißt, ich kann es sogar glauben. Und das ist das Schlimmste daran. Ich würde mich niemals gegen dich wenden. Vergleich dich nicht mit ihm, edle Schwester. Du bist ein besserer Mensch, als Gamlin es je sein könnte. Nun, hoffentlich können wir bald von hier verschwinden. Weißt du, als wir losgezogen sind, um dieses Testament zu suchen, dachte ich, wir tun es für Mutter. Für das, was sie verloren hat. Mir war gar nicht klar, wie viel mir das bedeuten würde. Zu wissen, dass ich Großeltern hatte, die mich nicht gehasst haben. Ich wünschte, sie hätten noch erlebt, wie wir nach Hause kommen. Nach Hause. Genau das ist es, nicht wahr? Ich mag, wie das klingt. Wir laufen nicht schon wieder weg. Wir sind jetzt zu Hause.
Du klingst traurig, kleine Schwester. Bist du hier unglücklich? Ich wünschte, ich könnte mehr für Mutter tun. Carvers Tod bringt sie dem Grab jeden Tag ein Stück näher. Aber falls wir einiges von dem zurückgewinnen könnten, was sie verloren hat, würde ihr das bestimmt helfen. Ich würde alles tun, damit wir wieder ein normales Leben führen können. Warum diese Angst vor dem Zirkel? Wir sind jetzt zu Hause. Ja, was weiß ich. Wir machen das hier zu unserem Zuhause, Bethany. Das verspreche ich dir. Das hoffe ich, Bruder. Ich bin es so leid, immer wegzulaufen. Ich dachte, ich sollte ihr doch irgendwie ein Bild zeigen oder irgendwie sowas, oder nicht? Bethanys Freundschaft hat sich erhöht. Tagebuch. Tja. Lockvogel, hä? Das wollte ich machen. Soll ich sie nochmal fragen? Mir liegt an dem alten Familienkram nicht viel. Aber ich dachte, du hättest das vielleicht gern. Woher hast du das? Aus dem Anwesen? Lass mal sehen. Ist das nicht Mutters Verlobungsbild, als sie damals den Comte heiraten sollte? Sieh nur, man kann den Ring erkennen. Toll. Du wirkst so begeistert, Fräulein. Gefällt es dir? Ich liebe es. Mutter war mein ganzes Leben lang traurig und voller Sorge. Und alles nur wegen meiner vermaledeiten Magie. Ich habe mir immer gewünscht, ihr diese Bürde irgendwie abnehmen zu können. Es ist schön, eine Erinnerung an die Zeiten zu haben, als sie noch lächeln konnte. So, ab und zu sind so die Gespräche so ein ganz klein bisschen abgehakt, ne? Ach, das ist der alte Käse. Ich glaube, derselbe Käse war schon vor einem Jahr hier. Was ist da? Mich juckt es schon überall, wenn ich da nur hinsehe. Ja, da kannst du pennen gehen, du Pflaume. Na, was haben wir noch? Ich meine, ich hätte auch immer einen Hund gehabt. Wo ist der Hund hin? So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Naja, ich würde sagen, haben wir das doch für heute erledigt. Können wir das Gebiet verlassen und dann könnten wir überlegen, was wir als nächstes machen. So. Bestätigen. Ich würde ja sagen, wir gehen... warum ist hier immer noch so ein Brief angezeigt? Aktuelle Quest Besänftigung. Der gehängte Mann, Dunkelstadt. Muss ich hier auch hin? Weit von zu Hause entfernt. Also tagsüber, ich würde ja sagen, wir treffen uns hier mal mit unserer alten Freundin und gehen rauf in die Oberstadt. Aber das macht er irgendwie nie. Muss ich dafür was Bestimmtes machen, meine Freunde, dass ich das hier anklicken kann? Weil es ist ja eigentlich eine aktuelle Quest. Oder muss ich das hier als... Muss ich das irgendwie im Tagebuch... Gerüchte, eigensinnige Sohn. Akt der Gnade. Feinde unter uns. Wölfe hüten. Das können wir jetzt machen, oder was? Haupthandlung? Sekundärhandlung. So, ich will eigentlich nur das machen. Quest aktivieren. Hinaus, hinaus! So, jetzt nochmal. Oder darf er nicht mit dabei sein? Vielleicht gehe ich auch mal einfach alleine. Ja, ich gehe mal alleine dahin. Vielleicht geht das ja. Nein, das geht auch nicht! Warum geht das nicht? Dann nehme ich doch wieder alle mit. Zack und zack und zack. So, und... Warum kann ich da nicht hin? Oder muss ich von hier aus so dahin? Oder was? Ja, das ist ja auch nicht hier hell... Vielleicht muss man wirklich von hier aus dahin gehen, oder? Das ist ja nicht so hell ausgeleuchtet, wie das hier ist. Hier hätten wir aber Besänftigung als Quest. Ich gehe erstmal in die Oberstadt und vielleicht können wir von der Oberstadt aus zu dieser nächsten Quest gehen, wo wir unsere Freundin dann treffen. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht ganz so genau. Bin ein Neuling in dem Spiel. Ich speichere das Ganze jetzt erstmal und dann geht es hier beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Gaming-Freunde. Und haut rein.